Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Weiter geht's mit dem Tutorial. Wir sind jetzt hier kurz davor, ja, ausreichend Silber verdient zu haben. Und mit dem Silber kaufen wir uns heute einen Spinning Setup. Also, ich angel hier seit Tagen fleißig am Windenbach. Ich habe zwischendurch einmal kurz sogar die alte Festung ausprobiert. Allerdings gab es da jetzt in den letzten Tagen keinen guten Spot, wo man zum Beispiel auf Brassen gehen konnte. Es gab einen Aalspot, nach langer Zeit mal wieder. Aber der Aalspot, ich habe tatsächlich auch ein paar Aale gefangen. Ich habe mir ein paar Tauwürmer geleistet. Und ich muss sagen, der Aalspot ist fürs Leveln zwar ganz gut, aber Silber mache ich dann doch in einem Abend, in einer Nacht, hier am Windenbach deutlich mehr. Zuletzt stand ich jetzt gerade eben die Nacht hier vorne wieder, genau. Und habe hier mehrere Trophys sogar gefangen. Gehen wir mal eben so nach Gewicht, genau. Zweimal Gründling-Trophy direkt hintereinander und dann auch noch jetzt gerade noch ein Kaulbarsch-Trophy. Da bin ich gleich mal gespannt, ob sowas in der Art auch im Café gibt. Also für alle Trophy-Jäger auf diesem Setup hier, ich halte das mal eben rein. Also auf diesem Setup hier mit einem 18er Haken tatsächlich, recht groß. Sonst war ich auch immer mit dem Hauptcharakter, war ich sonst auch immer mit mindestens 20er, 22er Haken unterwegs. Auf dem 18er Haken mit einem dicken, fetten Mistwurm. Ja, die Gründlinge. Ganz krass. Direkt hinter der Insel. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, gehst du nochmal hier vorne hin, weil da war gerade so ein bisschen Flaute. Und ich wollte ja noch ein bisschen hier den Kescher voll machen, um dann auch ein paar Kaffeeaufträge zu erledigen. Und ich habe festgestellt, es gab mal wieder einen Server-Neustart. Und das ist natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt. Sobald ihr mitbekommt, es gibt mal wieder in den News, im Forum, es gibt einen Server-Neustart, kommt es häufig vor, dass sich die alten bekannten Spots oder die Spots von der Woche davor sozusagen, dass die sich mal wieder geändert haben und dass die Fische, dass man dann wieder neu suchen muss. Oder, wie jetzt hier an der Stelle, es sind ein bisschen andere Fische drin als sonst. Ich habe zum Beispiel jetzt hier aber auch an dem anderen Spot mehrfach Aaland drin gehabt. Auf einmal ist der Aaland irgendwie ganz wild. Und ja, das war halt vom Server Restart war das nicht. Man merkt einfach, es beißen etwas andere Fische zurzeit. Aber solange der Köder gleich bleibt, solange man hier immer noch gut rauszieht, ist das doch alles noch entspannt. Zack, da geht nochmal was Dickes hier. Hält sich so ein bisschen, wahrscheinlich am Zweig ein bisschen hängen geblieben. Und weiter geht's. Ja, so muss das... Oh. Und losgelassen wieder. So muss das sein. Also, ich angle jetzt hier noch ein bisschen. Mach den Kescher nochmal ein bisschen weiter voll. Und dann verkaufen wir das Ganze. Und gucken mal, ob wir uns schon ein vernünftiges Spinning-Setup leisten können. Fürs Angeln am Belaya. Leitangeln am Belaya. Ich bin sehr gespannt. So, gehen wir mal wieder zurück. Hier haben wir schon das Café. Einer fehlt mir noch. Und der letzte. Mal gucken, ob es noch eine schöne Hasel wird oder sowas. 99. Und dann haben wir 100 Fische voll. Ja, was habe ich gemacht mit dem Kescher? Ich habe mit dem Kescher mehrfach verkauft. Und das hatte ich jetzt in den letzten Tagen auch gemacht. Also ich habe geangelt. Ich habe nicht alles verkauft. Ich habe Kaffeeaufträge abgegeben und ich habe dann vielleicht irgendwann abends nochmal geangelt, habe dann geguckt, bevor irgendwas ganz abläuft oder irgendwas vergammelt. Dann habe ich es erst wieder verkauft.
aber ich habe hauptsächlich Kaffeeaufträge und Kaffeeaufträge bearbeitet. Und das geht eben hier, da ist schon der letzte Fisch. Das geht eben hier wahnsinnig gut. Zack, gerade auch nochmal ein Rotauge, sehr schön. Und damit haben wir jetzt hier wieder 100 Fische zusammen. Gucken wir nochmal ins Café. Ja, viermal Rotauge, das ist doch schön. Nach Gewicht sortieren, denn wir brauchen die ab 50 Gramm. Dann nehmen wir die ganzen Unmaßigen, die bringen eh kein Silber. Und daraus machen wir 7 Silber. Kratsching. Barsche haben wir auch. Nach Gewicht sortieren, 5 Stück. Alles Unmaßige, bringen alle kein Silber. 10 Silber. Eine Nase. Boah, Glück gehabt. Eine Nase sogar gefangen, ganz hinten in der Kurve. 290 Gramm, 413 Silber für eine Nase. Sensationell. Eine Muschel. Schade, dafür hat es nicht gereicht. Ich habe eine im Kescher, aber dafür hat es leider nicht gereicht. Lauben habe ich, glaube ich, auch nicht ausreichend. Andere Muscheln. Eine ab, hier nochmal nach Gewicht sortieren, ganz wichtig. Eine ab 30 Gramm. Nehmen wir die unmaßige. 4 Silber und hinterher eine ab 90 Gramm. Nehmen wir die hier für 95 Gramm. Nochmal 4 Silber. So, da haben wir hier schon 10. Sind wir hier schon bei 20. 7 und sind wir bei 30. Sind wir bei knapp 40 Silber alleine dadurch. Schläfergrundeln habe ich nicht. Trophy Nase natürlich auch nicht. Güster nicht genug. Könnte man jetzt noch machen. Genauso wie die Muschel könnte man jetzt noch machen. Aber alleine dadurch, das war doch schon jetzt sehr effektiv. Und dann gehen wir jetzt hier nochmal eben durch, sortieren das Ganze nach Preis. Hier hauen jetzt natürlich die Trophies rein. Wie gesagt, die Trophies gerade, ich zeige es nochmal eben auf der Map, hier hinter der Insel an der ersten kleinen freien Einbuchtung, wo ich jetzt gerade zum Schluss auch nochmal stand, hier in diesem Bereich, so rund ausgeworfen, eine Route hier, eine da, eine da. Und dann waren hier auf dem 18er Haken mit Mistwurm, waren dann die Gründlinge dran. Das bringt natürlich dann, ja ihr seht es, von der Kohle her richtig gut Silber. Kaulbarsch-Trophy hat er auch gebissen. Don Kaulbarsch hat er tatsächlich auch gebissen, auf der anderen Seite. Ich habe gegenüber ans andere Ufer geschmissen. Zack, war hier ein kleiner Don Kaulbarsch dran mit 91 Gramm. Sehr, sehr gut. Ja, und alles in allem bringt dieser Kescher jetzt mit nahezu 100 Fischis, 40 Silber auch noch so gemacht, rund 200 Silber mit den ganzen Kaffeeaufträgen. Ich hatte vorher schon mal Kaffeeaufträge gemacht. Und ja, das lohnt halt. Und damit bin ich jetzt bei über 1000 Silber und damit gehen wir jetzt shoppen. Also schauen wir mal rein, was haben wir denn jetzt und was für ein Routenset hole ich mir jetzt fürs Spinnen am Belaya. Für mich gibt es im Moment bei den ganzen Sets eigentlich nur eine richtig sinnvolle für den Anfang. Deswegen habe ich auch ein bisschen länger gespart, also bei den Spinning-Routen. Und ja, da gibt es für mich eigentlich nur die Siberia Medium Light mit einem Wurfgewicht von 3 bis 15 Gramm und einer Tragfähigkeit von 7 Kilo. Und dazu ist es, wie gesagt, dadurch, dass es ja eine Medium Light ist, habt ihr ja in den ersten Videos schon gesehen, dafür kann man dann halt auch eine 3000er Rolle verwenden und dementsprechend käme dann dazu die Stationärrolle Siberia Dragon, die 3000er und dann sind wir hier bei 6 Kilo Bremskraft. Dieses Setup macht in meinen Augen im Moment am meisten Sinn. Gucken wir gerade nochmal in die anderen Spinnrouten rein. Wenn ihr sagt, ihr habt vielleicht nicht ganz so viel Kohle zusammen, ihr wollt unbedingt daran, habt ihr halt immer mit ein paar Defiziten, müsst ihr halt immer rechnen. Es ist halt immer so ein bisschen, das Teil können wir uns mal angucken.
Hier haben wir nochmal ein passendes Wurfgewicht. Allerdings habt ihr hier eine Tragfähigkeit von nur 2,7 Kilo. Da kann man auch seine Standard Corona verwenden. Das Ding da drunter, ja, Spaß ist was anderes. Super schwierig mit einer Tragfähigkeit von 1,4 Kilo. Da ist sogar eine 300 Gramm Barsch macht da schon Action. Ja, wie gesagt, hier die Corona, die hat man ja standardmäßig. Die hat ein fantastisches Wurfgewicht. Wenn ihr Spinning machen wollt und noch gar nicht irgendwie viel Geld dafür ausgeben wollt für ein besseres Setup, bleibt erstmal bei dieser Corona. Das ist schon wirklich ein gutes Gerät. Damit zieht man auch einiges raus. Die Geräte hier haben alle ein viel zu hohes Wurfgewicht. Die kann man verwenden, wenn man Blinker angeln will oder sowas. Aber das ist halt am Anfang ein bisschen schwierig. Karma Komfort. Ja, auch hier, ich sag mal, das einzig sinnvolle Gerät wäre dieses hier. Aber auch da hat man ein Wurfgewicht von 5 Gramm. Das geht nicht mit allen Spinnern. Da wird es auch manchmal ein bisschen schwierig. Hat natürlich einen guten Preis. Aber wie gesagt, ihr müsst auf einige Spinner verzichten, weil ihr die dann halt nicht richtig gut auswerfen könnt. Ja, und hier, ihr seht es halt überall unten drin. Hier wird schon immer das Wurfgewicht von bis angezeigt. Und hier 2 bis ist halt richtig gut. 1 bis ist natürlich nochmal besser. Allerdings wird es dann auch nochmal teurer. Und ja, das wäre hier vielleicht nochmal eine Möglichkeit, 2 bis 12 Gramm. Allerdings hat man dann hier nur eine 5 Kilo Tragfähigkeit. Und dann muss man auch wiederum eine passende Rolle finden, die dann quasi eine 2000er ist. Und da muss man sich eine 2000er Rolle raussuchen, die dann lang genug hält, mit der man viel rausziehen kann. Ausreichend Tragfähigkeit. Ja, das Teil für 3 Kilo Bremskraft macht überhaupt keinen Sinn. Also ihr seht, es ist nicht so einfach, da das passende Set zu finden. Da gibt es eine 2000er, die hat dann 4 Kilo Bremskraft. Aber es ist halt auch so wenig befriedigend, ne? Da kann man auch hier die 2000er nehmen mit 3 Kilo. Das macht, guckt euch den Preisunterschied an. Das macht den Kohl dann auch nicht fett. Und einen richtig effektiven Unterschied und richtig geiles Angeln, wo man dann auch sagt, boah, das Spinning, ich ziehe jetzt hier die fetten Forellen raus und sowas. Das geht halt am besten mit diesem Setup. Von daher rein in das Gerät, das gute Medium-Teil holen. Ich gucke gerade nochmal nach dem kleineren. Nee, auch nicht. Also, die Medium Light 445 Silber. Weg. Die Angelrolle. 3000er. 362 Silber. Weg. Dann brauchen wir eine Angelschnur. Auch da habe ich gerade geschaut. Also eine geflochtene, weil die dünner ist. Ich habe gerade geliebäugelt mit der Extra Silk Simons, weil die ab 0,08 Durchmesser ist. Die ist super dünn. Ich gehe allerdings hier doch vielleicht erstmal auf diese. Das reicht mir. Später kann man vielleicht hier die Devil Braid nehmen, wenn man mal richtig Kohle hat. Die sind halt nochmal super dünn. Aber die ist halt wirklich teuer. Für den Anfang sparen wir uns das. Ich nehme einfach mal die. Ja, da gucken wir natürlich auf die Tragfähigkeit. Ich gehe jetzt hier mal auf eine 7,2 Kilo dicke Schnur. Sie ist 0,16 mm dick und kostet nur 56 Silber. 200 Silber noch übrig. Und dann brauchen wir für das Angeln mit einer geflochtenen Schnur noch ein Vorfach. Und da gehen wir dann auf die Vorfächer, Fluorocarbon, und sehen, dass es hier nichts gibt. Ah, alles klar. Ich kaufe mir noch ein Vorfach und wenn ich es am Belaya kaufe, als erstes gucke ich jetzt gleich nochmal am Moskitosee. Und dann kaufen wir uns auch noch 1, 2 Spinner. So,
gewöhnliche Vorfächer, Fluorocarbon. Ich hole mir jetzt dieses 5,4 Kilo Fluorocarbon und ich hole mir sogar zwei, falls mal irgendwo was durchgebissen wird oder abgerissen wird. Wir haben ja gerade gesehen, wie schwierig man diese ollen Vorfächer bekommt. Später, und das ist ja gar nicht mehr so lange hin, müssen wir mal gucken hier, das sind die wertigeren und hier sieht man auch an den Sternchen, die haben einfach eine bessere Qualität. Und mit dem anderen, mit dem Main-Account angle ich eigentlich am liebsten nur mit solchen 5-Sterne-Gerätschaften. Einfach nur, um die beste Qualität zu haben. Auch hier die Tragfähigkeit ist sehr schön. Weißt du was, ich nehme ja schon mal eins mit. Ja, kann ich erst ab Level 14. Aber sind wir ja gleich. So, das Gerät. Und dann gucken wir hier auch nochmal nach Kunstködern, nach Spinnern. Und suchen uns hier gleich einen wunderschönen Spinner raus. Auch hier wieder eine riesengroße Auswahl. Und die große Frage ist, was nimmt man jetzt hier für die ganzen Geräte? Und da ist natürlich dann wichtig, achtet als erstes auf das Wurfgewicht. Wir gehen am Belaya super fein und vorsichtig vor. Und gehen da am liebsten auf so 4 Gramm Spinner. Und damit man jetzt auch die richtige Farbe findet, geht man im Idealfall auf die Rekorde, auf die wöchentlichen Rekorde, dann auch noch hier in der Region, in der man angelt, in Deutschland jetzt hier. Und dann gucken wir mal nach der Bachforelle. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel, das ist jetzt hier aber Tunguska, Belaya, der orangene Aikila 4g008 funktioniert. Wäre zum Beispiel eine Option. Dann gucken wir mal nach der europäischen Esche. Alles Fluss Belaya, wieder Aikila 4g006 oder die Spiker 007-008 in Blau. Damit wurden die dicksten Fische gefangen. Also, gehen wir mal ran, gucken also mit dem Wissen jetzt nochmal bei den Kunstködern, bei den Spinnern und gehen dann hier mal auf den Aikila, gehen... Ja, nehmen wir mal den 6er hier, 27 Silber, nehmen wir mal den Orangenen hier, so, erstmal nur die für den Anfang, Stück für Stück später einfach nachkaufen, ihr werdet, irgendwann habt ihr alle zusammen, weil man einfach immer mehr braucht und dann nach ein paar Wochen oder nachts läuft auf einmal ein dunkler besser oder bei Regen die blauen oder und so weiter und so weiter, aber erstmal die Basics. Mit 2 Stück seid ihr schon richtig gut bedient. Dann gehen wir nochmal hier auf die Spiker. Und hier haben wir schon einen ganz wichtigen Punkt. Die sind deutlich leichter. 3,5 Gramm nur. Das heißt, hättet ihr jetzt eine Rute mit einem Wurfgewicht von 5 Gramm, würdet ihr die Spinner kaum auswerfen können und würdet nicht weit draußen landen. Hier nehmen wir mal den im Blau. 50 Silber schon. Soll ich mir den gönnen? Oder soll ich warten? Ich glaube, ich warte lieber. 120, 128. Ich glaube, ich warte lieber. Und gehe lieber, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, hier sieht man es schon bei dem Spinner. Dieser Spinner hat automatisch rote Puschelhaken, also ein Drilling mit so einem roten Puschel. Und das ist für ein Belaya ganz entscheidend. Das heißt, ich gehe hier auf die Drillinge, suche mir so einigermaßen vernünftige Drillinge raus. Im Idealfall nimmt man natürlich hier solche Premium-Dinger. Aber ich spare da auch noch mal ein wenig. Ja, und hier dann wieder die große Qual der Wahl. Welche nimmt man jetzt hier? Dafür müsst ihr bei den Kunstködern schauen. Den haben wir jetzt gerade hier gekauft, zum Beispiel den lilanen. Und dann sehen wir hier in der Information zulässige Hakengröße 12, winzig klein, bis 2,0 riesig. Und ich würde sagen, wir nehmen mal bei den Haken, bei dem Drilling jetzt, nehmen wir mal diese Klasse. Das wäre jetzt hier der 2.0er riesig.
So, ich überlege gerade, ob ich einen 2-0er nehme. Komm, ich nehme mal den riesig großen. Zweimal direkt für den Drilling. Und dann gehen wir hier ins Inventar, gehen auf die Kunstköder, sehen die beiden schönen Dinger schon hier. Und da wechseln wir dann den dicken, fetten Haken dran. Deutlich größer als der vorherige. Das ist ein 8er nur. Und hier machen wir jetzt den dicken, fetten dran. In der Hoffnung, dann dadurch auch die deutlich dicker, fetteren Forellen und Eschen zu fangen. Ja, und das probieren wir jetzt, würde ich sagen, erstmal aus. Haben wir alles? Ich glaube schon. Wir sehen uns jetzt am Belaya wieder. Da bauen wir dann das Set zusammen. Und dann geht es los. So, und da sind wir doch hier das erste Mal am Gewässer Belaya. Ich habe noch gar keine Karte. Das heißt, auch hier gehen wir zur Verwaltung, holen uns eine Karte. So, und dann können wir auch sehen, wo wir hier sind. Wir stehen auf einer kleinen Insel und haben jetzt die Möglichkeit, hier zweierlei Arten von Gewässern vorzufinden. Auf dieser Seite ein eher ruhiges, fast stehendes Gewässer. Ganz, ganz wenig Strömung in diese Richtung. Und auf dieser Seite Richtung Felswand, hier ist es wild, hier ist es spannend. Hier gehen die aktiven Forellen dran, die Eschen dran. Taimen kann man hier fangen, Rapfen, Döbel. Also hier wird es dann richtig wild. Hier natürlich ganz wichtig das Café. Hier ist gerade, ja, keine Forellen und Co. drinne. Hier natürlich dann auch der Fischmarkt. Das Angelgeschäft hier ist ziemlich teuer. Das heißt, wenn ihr euch Sachen kaufen wollt, versucht es woanders zu kaufen als hier am Belaya. Wie gesagt, die Preise sind hier echt teuer. Und wir bauen uns mal das Set eben zusammen. Also, hier unsere niegelnagelneue Medium-Leitrute. Dann kommt da die dicke, fette Rolle drauf. Die Angelschnur. Eins der wunderschönen Vorfächer, hier jetzt mit 5,4 Kilo Tragfähigkeit. Und dann fangen wir mal an hier mit dem ersten Kunstköder. Auch hier wieder wichtig, wie ist das Set zusammengebaut? Nach Tragfähigkeit sozusagen. Die Rute hat 7 Kilo Tragfähigkeit, die soll niemals kaputt gehen. Die Rolle soll am besten auch niemals kaputt gehen. Die ist ein bisschen unter der Tragfähigkeit der Rute. Und jetzt haben wir hier aber eine Schnur drauf, die ist über der Tragfähigkeit der Rute. Das heißt, wenn hier irgendwie was passiert, hängen geblieben, falsch geruppt, Bremse zugemacht, weiß der Geil was. Stellt euch vor, es würde was kaputt reißen, es würde nicht die Schnur kaputt gehen, es würde ja entweder die Bremse kaputt gehen oder eben die Rute. Deswegen ist hier nochmal ein Vorfach dran, ein kleines Stückchen super dünn bzw. super durchsichtige Schnur, Fluorocarbon. Hat die Eigenschaft, im Wasser nahezu unsichtbar zu sein. Das heißt, das Teil ist ganz wichtig, damit die Forellen in diesem ganz klaren Gewässer nicht sehen, dass da irgendwo, na, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist. Nicht, dass sie sich verschreckt werden. Das heißt, dieses Fluorocarbon-Vorfach ist hier ganz wichtig. Und dann kommt halt erst der Spinner. So, das Gerät legen wir uns jetzt mal hier auf die 1. Da ist es. Und dann gehen wir mal hier an eine der doch schon klassischen Stellen. Man wirft hier immer gerne diesen Stein hier vorne immer gerne an. Also links oder rechts davon vorbei. Das ist so eine wirklich klassische Stelle. Man kann allerdings eigentlich hier überall probieren. Also an der ganzen Ecke rauf und runter immer wieder ausprobieren. Ihr könnt auch rauf und runter wandern. Es gibt viele, die auch bis hier vorne an die Spitze laufen und wieder zurück. Also es gibt ganz viele verschiedene Methoden hier zu angeln. Für den Anfang auch hier, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie verhält sich jetzt die Rute. Erstmal die Bremse runter. Machen wir die erstmal so auf 10, das ist relativ locker. Und dann werfen wir das erste Mal aus. Maximal. Gucken, wie weit fliegt er. Ja, geht so. So richtig weit fliegt er noch nicht mal. Aber ich sag mal, so knapp bis zum Stein kommen wir schon. Einholgeschwindigkeit haben wir jetzt hier
auf 10. Ich habe gerade die Einholgeschwindigkeit runter gemacht. Bremse runter auf 10. Einholgeschwindigkeit. Ja, lassen wir mal vielleicht auf 10 und drehen auch da langsam hoch. Und dann gucken wir mal, ob hier gleich schon was reingeht. Und auch hier gibt es, also erstmal von der Haltung her, versucht auch hier die Rute schön tief unten zu halten, dass man ganz lange den Köder quasi durchs Wasser führt. Und wenn ihr denkt, ja, irgendwie passiert hier nichts, könnt ihr auch mal gucken, die Einholgeschwindigkeit zu erhöhen, vielleicht mal so auf 15. Und dann wird hier ausprobiert, ob man nicht was rankriegt. Ich werfe natürlich nochmal ein bisschen neu. So, und dann sofort anfangen. Den Köder gar nicht so weit absinken lassen. Und langsam durchziehen. Dann gibt es eine Möglichkeit, hier einfach zwischendurch mal Shift zu drücken. Dann seht ihr, schnelles Einkurbeln stand da gerade. Auch das führt dazu, dass man die Fische manchmal so ein bisschen triggert. Und raus damit. Dann werfen wir mal in die Richtung. Und dann machen wir einfach mal ein bisschen schneller. Gehen wir mal hoch hier auf eine 27 oder auf eine 30. Vielleicht stehen die Fische da drauf, wenn der Köder viel schneller durchgezogen wird. Zack, seht ihr mal. Und da geht einer rein. Man hört so ein bisschen die Bremse. Knack, 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 knack. Da haben wir jetzt gleich den ersten Fisch hier. Bäm! Eine europäische Esche. Sehr, sehr geil. Richtig schicker Fisch. Gerade so maßig. Passt also gerade. Und hier sehen wir dann natürlich auch wieder, was wir an Bonus bekommen. Wir haben hier einmal die normalen XP. Wir kriegen einen kleinen Bonus dafür, dass wir mit so einer Medium-Light-Route angeln. Also Bonus-XP. Dann hat man hier dann die Gesamt-XP daraus und einen Skillpunkt im Spinfischen. Die sacken wir jetzt ein. Werf nochmal aus. Zack und sofort wieder einkurbeln. Es gibt hier unten an dieser Anzeige, seht ihr jetzt in der Mitte so einen ganz kleinen gelben Strich. Da gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich angel jetzt so, dass es hier anfängt zu tanzen. Das heißt, in der Mitte vibriert das die ganze Zeit. Werfen wir nochmal neu. Zack, mal in die Richtung nochmal. Und da seht ihr jetzt hier auf 35, 36 wiggelt es unten die ganze Zeit. Das heißt, der Spinner ist ganz aktiv. Da kann man dann eben auch versuchen, dass man vielleicht auf dieser Geschwindigkeit den Spinner so ein bisschen mehr ins Rotieren bringt. Und wenn ihr denkt, ja, so richtig lüptert hier aber noch nicht. Wie gesagt, es sind ganz viele Komponenten, die dazu beitragen, dass man hier was fängt. Angefangen, wie gesagt, von der Farbe des Köders, von der Einholgeschwindigkeit. Jetzt wechsle ich gerade mal auf lila. Jetzt haben wir auch schon die Uhrzeit wieder als Komponente. Die Temperatur ist eine Komponente. Also es ist schon recht komplex, das Spinfischen hier. Gerade mit dem Light- oder Ultralight-Angeln, was man ja hier macht, dieses, oder in dem Fall jetzt ist es ja eine Medium-Light-Route. Aber es ist eigentlich alles in allem ein leichtes Angeln. Ja. Und die Forellen, die muss man halt versuchen, wirklich zu überlisten. Gerade an dem Gewässer ist es echt schwierig, weil halt das Wasser ist so klar und man muss wirklich vorsichtig herangehen. Auch hier könnt ihr natürlich dann nebenbei noch zwei weitere Routen rauswerfen. Das heißt, auch hier gerne mal, auch ein winziger Döbel, gerne dann mal die Grundrouten noch mitverwenden. Dann nimmt man hier vielleicht einen Zehnerhaken, einen Mistwurm und gib ihm raus damit. Route 3, auch hier, zack, zweimal noch eine Grundroute.
gerade auch in der Nacht, am Abend, wenn ihr schon Tauwürmer habt, könnt ihr die natürlich gut hier ins ganz Tiefe, also maximal auswerfen. Vielleicht gehen noch ein paar Quappen dran. Denn gerade nachts ist es mit dem Spinning hier nochmal schwieriger. Tagsüber läuft es eigentlich besser. Das Schöne ist, in der Nacht kühlt es hier drastisch ab. Und dann habt ihr in den Morgenstunden habt ihr dann die Möglichkeit, hier nochmal besser zu fangen. Ja, soviel erstmal dazu zu dem Set. Das heißt, das ist jetzt der nächste Stand der Dinge für diesen Charakter. Ihr werdet demnächst natürlich dann ganz viele oder mehrere Videos dann jetzt auch sehen zum Spinning. Das heißt, Spinning einmal hier. Dann machen wir natürlich erstmal Level Up als nächstes. Spinning am Belaya, Spinning am Koori, an die nächsten Gewässer. Da können wir dann ja jetzt hier ab Level 16 können wir dann zum Koori. Das heißt, hier machen wir dann erstmal das Spinning. Und wenn wir dann ein bisschen besseres Setup zusammengeangelt haben, dann geht es auch nochmal an die Festung. Weil da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen ein massiveres Grundsetup haben. Wenn dir das Video geholfen hat, lass einen Daumen da, abonniere den Kanal. Und wie immer, wenn du Fragen hast, komm auch gerne auf Twitch in den Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es da Russian Fishing 4. Bis dahin, Petri.